Stadt-TV Bad Hersfeld. Sehen und hören, was uns bewegt. Dieser Film wird Ihnen präsentiert von Spielwaren Sulzer in der City-Galerie in Bad Hersfeld. Hier haben Sie Spaß im Spiel. Sie haben hier eine ganz tolle Krippenausstellung zur Adventszeit im Museum aufgebaut. Erzählen Sie uns bitte etwas darüber. Ja, ich selbst bin passionierter Krippensammler und die Begeisterung kommt natürlich aus der Jugendzeit, weil wir jedes Jahr immer dieselbe schöne Krippe unter dem Weihnachtsbaum stehen hatten. Das war übrigens bereits eine Marolin-Krippe, also eine Pappmaché-Krippe aus Thüringen, die damals sehr preiswert war. Heute sind die sehr teuer geworden. Wo kommen die Krippen alle her? Also das zeichnet wohl diese Ausstellung besonders aus, dass wir Krippen sowohl aus der Region haben, aus dem Erzgebirge, aus der Hohen Tatra, aber auch aus Afrika, aus Südamerika, eigentlich aus der ganzen Welt. Ja, diese Ausstellung ist dem Herrn Alois Reuter gewidmet, ein Hersfelder, 90 Jahre alt. Und der ist schon über 30 Jahre auch Mitglied in unserem Förderkreis Museum. Und er hat über 80 Krippen gebaut und 4 davon zeigen wir heute. Und man muss sagen, sie sind professionell gestaltet. Man hat immer wieder ein neues Thema gesucht, wie man hier hinten sehen kann, eine sogenannte Schneekrippe, viele Ruinenkrippen, eine Krippe im Beduinenzelt. Zu Hause hat er noch Höhlenkrippen und mit griechischem Hintergrund, mit arabischem Hintergrund. Also es ist ein einmaliger Könner, der das aber niemals professionell gemacht hat. Es war immer sein großes Hobby. Von wann bis wann ist die Ausstellung? Die Ausstellung beginnt morgen am 1. Dezember. Und endet am letzten Sonntag im Dezember, das ist der 29. Und also an allen 4 Adventstagen, Adventssonntagen ist geöffnet. Und wir bieten dann auch an jedem Sonntag um 15 Uhr Führungen an. Aber wer sonst noch in den anderen Zeiten geführt werden möchte, dem helfen wir natürlich gerne. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass am 18. Dezember, das ist ein Mittwoch, ein sogenannter Aktionstag stattfindet. Dann singen hier die sogenannten Kirchenmäuse unter Leitung von Herrn Bethke und der Krippenschnitzer aus Ramsbach wird wohl auch mitgestalten. Und wir haben uns noch einige andere interessante Dinge vorgenommen.